Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zum zweiten Teil unseres Seminars begrüßen. Der Herr Reinermann hat ja ein ausgezeichnetes Programm für uns zusammengestellt, das wir heute fortsetzen können. Wenn ich im Rückblick nochmal zurückschauen sollte, dann würde ich natürlich an erster Stelle seine Einführung nennen, die wirklich ein Panorama von Entwicklungen und Problemen der digitalen Gesellschaft vorgestellt hat. Und ich empfehle Ihnen nachdrücklich die Lektüre seiner Tischvorlage. Und ich hoffe, Herr Reinermann, dass Sie das irgendwie publizieren. Es wäre schade, wenn es bei einer Tischvorlage blieb. Herr Reinermann hat das als Bericht formuliert. Aber was er natürlich nicht unterdrücken konnte, ist, dass er ein Mann des positiven Denkens ist. Und in diesem Falle schließe ich mich ihm an. Ich sitze zurzeit an der Korrektur eines Literaturverzeichnisses. Das Internet verkürzt diese Arbeiten auf einen Bruchteil. Ich bin Mitglied einer amerikanischen Akademie. Das Internet erlaubt, dass ich am Leben dieser Akademie teilnehme, ohne mich den Beschwerlichkeiten, Herr Börre, des Reisens zu unterwerfen. Aber ich habe natürlich auch andere Erfahrungen gemacht. Als die terroristischen Angriffe auf die amerikanischen Botschaften in Afrika in den 90er Jahren erfolgten, da haben meine amerikanischen Freunde das Vertrauen in ihr ureigenes Kind, nämlich das Internet, verloren. Und es gab in der Akademie eine Diskussion, wie können wir also unsere Außenpolitik besser absichern. Und das Ergebnis war ein Intranet der Botschaften, der amerikanischen Botschaften weltweit. Solche Abgeschlossenheit in eigenen Angelegenheiten lässt mich etwas nüchtern auf die von Silicon Valley und Washington DC inspirierte, schöne, neue, virtuelle Welt von Open Government sehen. Ich kann eine Regierung verstehen, die hier Innovationen im digitalen Bereich des Staates mit Augenmaß und Sorgfalt einführt. Ich kann aber auch verstehen den menschlichen Faktor in einer technischen Zivilisation, wie ihn uns der Herr Schmidhuber am Fall der Nachrichtendienste vorgeführt hat. Zu meiner Zeit war die große Innovation das Satellitenbild. Das war also die große Sache. Aber unvorstellbar, dass aus der bloßen Interpretation eines solchen Bildes weitreichende militärische Entscheidungen hätten getroffen werden. Das ist uns Gott sei Dank erspart geblieben. Nun komme ich zu einem Stück, wie soll ich sagen, echten Becherianertums, nämlich die Präsentation von Herrn Böhret und von Herrn Philippe. Echt deswegen, weil es also tief in die Geschichte erstmal zurückgeht. Nicht? Becheraner sind offensichtlich historische Menschen. Zweitens, weil sie demonstrieren, dass Bildung auch unterhaltsam sein kann. Herr Börd ist also ein Repräsentant, ich erzähle Ihnen, der war mal bei mir, da hat er in einem Seminar, wo er also den Teilnehmern die Demokratie erklären musste, nach wenigen Minuten war der gesamte Hörsaal eine Bildergalerie.
Herr Bürth und Herr Philippe, Modell, das muss ich noch sagen. Drittens gehört natürlich ein Modell dazu. Nicht zum echten Becherianer, ohne Modell, nicht? Ist nicht. Ne? Aber für unser Seminar ist natürlich wichtig, dass Herr Bürth den Brückenschlag mit der Frage der Verschlüsselung, den Brückenschlag zum heutigen Tag, vollzogen hat. Denn wir stehen natürlich vor der Frage, können wir nur noch über Verschlüsselung so einen Rest von Privatheit retten. Herr Reinermann hat uns heute in den Alltag der digitalen Welt geführt, nämlich Datensicherheit und Datenschutz. Der Vormittag teilt sich also in zwei Teile ein. Im ersten Teil sprechen wir über Datensicherheit, wiederum unterteilt in zwei etwa halbstündige Präsentationen mit anschließender Diskussion. Zum einen geht es um das Thema konkrete Bedrohung der Datenverarbeitung und mögliche Gegenmaßnahme am Beispiel des Rechenzentrums der Stadtwerke Speyer. Lifehacking. Die Vortragenden sind einmal der Herr Nitsche und zum anderen der Herr Lorenz. Der Herr Nitsche, der ist seit den 90er Jahren im IT-Geschäft der Stadtwerke, war dann seit 2008 der Bereichsleiter und ist heute Bereichsleiter Energiewirtschaft und Informationstechnologie. Jeder, der den Kriminalroman Blackout gelesen hat, weiß, was das für eine riskante Tätigkeit ist. Aber er ist ja nicht allein, er wird begleitet von Herrn Lorenz, der IT-Systemarchitekt ist, also für die ganze IT-Infrastruktur verantwortlich ist. Und ich habe natürlich in den Internetauftritt der Stadtwerke geschaut und habe mich trotz der Schauer aus dem Kriminalroman zurückgelehnt, ganz beruhigend. Nicht? Ah, der Internetauftritt ist so überzeugend, ich empfehle Ihnen das mal zu lesen, nicht? Dass man das sichere Gefühl hat, bei den Stadtwerken kann nichts passieren. In diesem Sinne gebe ich Ihnen das Wort. Ja, von mir ein herzliches Guten Morgen. Vielen Dank für die Einführung. Ich möchte mir noch mal ganz kurz den Tag von gestern noch mal zu Gemüte führen. Ich habe mir ein paar Schlagworte aufgeschrieben. Wir hatten es gestern über das Thema Internetwirtschaft. Wir hatten gestern die Erfahrung gemacht, falls er nicht schon bekannt war, Daten werden erst nach einem Bezug tatsächlich zu Informationen. Wir haben erfahren, dass im Internet alles nur binär unterwegs ist. Das fand ich ganz interessant, auch gestern Abend mit den Indianern. Letztendlich haben die Indianer schon binär kommuniziert. Natürlich komplette Sätze verpackt, aber im Grunde genommen war es eine binäre Kommunikation. Was ich noch ganz interessant fand, war vom Professor Lucke letztendlich auch der kurze Hinweis, Missbrauch der Systeme. Das wird heute nochmal ein großes Thema für uns werden. Und dann fiel auch zwischendurch noch das Thema Hosted in Germany. Data Hosted in Germany. Das sind alles Punkte, die uns schon seit Jahren umtreiben und uns immer wieder natürlich mit dem Thema beschäftigen und uns letztendlich dazu gebracht haben, weil wir Dienstleister sind in verschiedenen Sparten, in der Energiesparte. Sie sprachen es gerade eben an, Herr Professor König, natürlich ein sehr interessantes Thema, Blackout. Darüber hinaus, außerhalb der Energiesparte, sind wir auch tätig im Rechenzentrumsbereich. Dort verschiedenste Themen, die wir momentan anbieten. Das hat uns dazu bewogen, weil genau aus diesen Gründen, weil wir uns momentan natürlich sehr in diesem Datenmarkt auch bewegen, Daten sind Informationen, das haben wir erfahren, haben wir uns schon vor Jahren intensiv beschäftigt
um unsere Kundendaten letztendlich auch sehr sicher zu halten. Und aus diesem Grunde haben wir für heute eine kleine Agenda vorbereitet. In dieser Agenda möchten wir und in unserem Vortrag möchten wir gern eingehen, einmal grundsätzlich auf die Gefährdungspotenziale. Dann möchten wir verschiedene Angriffsszenarien zeigen, welche Möglichkeiten gibt es mittlerweile aus dem Internet. Und es wird interessant werden, hoffe ich zumindest mal, diese Möglichkeiten hat jeder. Der kleinste Bürger, mittlerer, wie auch immer, jeder hat die Möglichkeit, wenn er denn das Verständnis dazu hat und weiß, wo er letztendlich suchen muss, hat er die Möglichkeit, genau diese Angriffssektoren und diese Angriffsvektoren im Einzelnen durchzuführen. Dazu werden wir dann auch ein kleines Lifehacking zeigen. Danach werden wir noch auf ein weiteres Thema eingehen, das sogenannte Thema Social Engineering. Komme ich aber später nochmal drauf zu. Dann werden wir versuchen, von unserer Seite zumindest mal gewisse Gegenmaßnahmen darzustellen. Welche Möglichkeiten gibt es? Und es gibt einige Möglichkeiten. Da möchte ich auch nochmal von gestern kurz aufgreifen. Ich bin etwas anderer Meinung. Gestern kam das Thema, wir müssen uns Gedanken dazu machen. Ich bin der Meinung, wir sind schon viel zu spät. Wir hätten uns vor Jahren letztendlich schon Gedanken dazu machen müssen, wie gehen wir mit dem Thema IT-Sicherheit um. Und ich hoffe, dass es einigen meiner Kollegen, gerade wenn es um die kritische Infrastrukturen geht, dass die da schon einiges getan haben. Nicht, dass das Thema Blackout tatsächlich kommt. Aber darauf werden wir noch eingehen. Und ganz zum Schluss von unserer Seite nochmal kurz eine Zusammenfassung und auch den Ausblick für die Zukunft, die wir mit Sicherheit auch bekommen werden. Ich lasse die Folie kurz stehen. Aus mehreren Gründen. Ich gehe jetzt ganz bewusst in allererster Linie, ich muss leider stehen bleiben, in allererster Linie auf den mittleren Punkt ein. 30.000 unbefugte Zugriffsversuche auf Behörden. Jeden Monat. Jeden Monat. Man muss sich die Zahl wirklich mal genau überlegen. 30.000 Zugriffe. Jetzt gehen wir wirklich mal davon aus, es gibt einige, die haben noch nichts getan. Welche Daten, respektive Informationen, sind denn dann schon vorhanden von uns? Gläserner Mensch. Das sind alles so Themenpunkte. Ich möchte aber natürlich auch ganz kurz auf die anderen Punkte eingehen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, die Angriffsszenarien wachsen stetig. Wir kriegen immer mehr Systeme, Angriffsszenarien werden sich immer weiter verändern. Es ist immer so ein Stück weit ein Katz-und-Maus-Spiel. Man muss sehen, dass man möglichst viel tut. Ich komme nachher nochmal drauf, 100% gibt es in diesem Bereich nicht. Sie sprachen es auch an, das Thema Blackout, kritische Infrastrukturen. Hier haben wir es als einer unserer Themenpunkte auch aufgeführt. Auch hier muss man sich ganz klar darüber bewusst sein, wie gehe ich damit um, welche Möglichkeiten habe ich tatsächlich, diese Systeme möglichst sicher zu gestalten. Nochmals, 100% gibt es nicht, aber ich muss dem Gegenüber es natürlich möglichst schwierig machen, an die Systeme ranzukommen, um der Wirtschaft, war auch ein Thema von gestern, zumindest mal Schaden zuzufügen. Mobile Anwender hatten wir gestern auch, dieses Thema. 60 Millionen Smartphones sind unterwegs. Das wird letztendlich der Angriffsvektor der Zukunft sein. Auch da haben wir ein kleines Beispiel zumindest mal vorbereitet, um zu sehen, wie einfach das es doch wirklich sein kann. Nicht nur große Behörden sind in der Lage, sondern auch mittlerweile der einzelne Bürger wäre in der Lage dazu. Über den letzten Punkt kann man sich trefflich streiten. 40 Millionen, 42 Millionen. Es gibt Auswertungen, die gehen weit in den Milliardenbereich. Es ist immer die Frage, was man dazu zählt. Hier haben wir jetzt wirklich mal eine Zahl angenommen, direkt zuordnbarer Schaden, ohne Imageverluste, ohne Datenverluste, sondern wirklich mal direkt zuordnbarer Schaden. Von daher möchte ich über diese Zahl kurz drüber weggehen. Vielleicht ganz kurz noch zum Thema Angriffsvektoren und dann wird es hoffentlich langsam interessant, wenn es ans Live-Thema geht. Es gibt unterschiedliche Angriffsvektoren. Auch hier haben wir nur eine kleine Anzahl letztendlich ausgewählt, auf die wir dann nochmal näher eingehen wollen. Es gibt den direkten Zugriff. Es gibt die Möglichkeit, Rechner und so weiter oder
sogar ganze Rechenzentren zu infiltrieren mit Malware-Infektionen über E-Mail. Oder, und da werden wir nachher noch auch live etwas dazu sehen, die sogenannten Drive-By-Downloads, die sind meiner Meinung nach ganz interessant und zeigen das eigentliche Problem der IT-Sicherheit. Kommen wir aber später noch drauf. Und wie vorhin schon kurz angesprochen, das Thema Social Engineering. Vielleicht noch zwei, drei Punkte jetzt zum direkten Angriff. Was ist ein direkter Angriff? Direkter Angriff ist natürlich das Eindringen von außen, sprich in dem Fall natürlich vom Internet, direkt in die Systeme, um Daten abzugreifen, respektive Informationen. Das haben wir ja gestern gehört. Das nennt man das klassische Hacken. Man greift von außerhalb direkt zu auf die Systeme. Kann aber auch anders sein. Gehen wir mal in einen Produktionsbetrieb. Der Hacker kann unter Umständen auch natürlich das Interesse haben, einen direkten Zugriff sich zu gewähren, um die Systeme so auszulasten, dass die Produktion stillsteht. Ist die Frage natürlich, wie hat das Wirtschaftsunternehmen sich aufgestellt? Niemals ein Produktionssystem ins Internet. Mein Credo in dem Moment. Letztendlich ist ein Zugriff von externen, dieser Angriffsvektor, nichts anderes wie das Ausnutzen von Schwachstellen. Da haben wir eine kleine Folie, das wird auch ganz interessant sein. Es gibt keine Systeme, die fehlerfrei sind. Es gibt keine Systeme. Selbst wenn heute Microsoft uns sagt, wir haben ein sicheres Betriebssystem oder wer auch immer uns das versucht, glauben zu machen, es gibt keine sichere Betriebssysteme. Es gibt keine sicheren Systeme. Interessant auch noch, letztendlich der interne Mitarbeiter, ob Administrator oder Nutzer des Systems, muss nichts tun. Das werden wir jetzt auch live dementsprechend zeigen. Hier vielleicht noch ein kurzes Beispiel, was es genau auch nochmal zeigt. Alles aus diesem Jahr, Zeitraum 2014. Wir bewegen uns jetzt im September. In 2014 hatten verschiedenste Hersteller, die Internetkomponenten bereitstellen, in dem Fall sind es alles Internetrouter, alle Probleme in ihrer Firmware, in ihrem Softwarepaket, respektive sogar eingebaute Backdoors. Darüber spricht momentan die ganze Welt. Überall in jedem System gibt es anscheinend Lücken, die bewusst von den Herstellern implementiert wurden. Warum, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber die gibt es. Und genau darüber gibt es die Möglichkeit, natürlich auf die Systeme zuzugreifen und die Systeme auszunutzen. Jeder, ich glaube, jeder hier im Raum, der einen Internetzugang hat, nutzt einer dieser Systeme. Ich könnte jetzt natürlich die Frage stellen, wem war das bewusst? Wer hat letztendlich schon dafür Sorge getragen, um diese Systeme wieder sicher zu machen? Was ich damit klar machen möchte, das Verständnis muss reifen. Das Verständnis für die IT-Sicherheit. Uns muss klar sein, es gibt keine 100%. Uns muss aber auch klar sein, wir brauchen ein gewisses Verständnis für das Thema Sicherheit. Wir müssen wissen, weil Internet ist meiner Meinung nach weder ein Segen noch ein Fluch, sondern die Frage ist, wie gehe ich damit um? Das ist die Kernfrage. Die Frage wird sich immer wieder stellen, wie versiert ist der Anwender? Welche Möglichkeiten hat er und wie bedacht geht er tatsächlich mit dem Thema Internet um? Noch kurz zum weiteren Thema, Drive-by-Exploits. Für mich ein ganz interessantes Thema. Hier werden Schwachstellen automatisiert ausgenutzt. Ich würde hier später nochmal drauf eingehen, tiefer. Wenn wir dann das Lifehacking zeigen, letztendlich sind hier mehrere Faktoren notwendig. Der zweite Punkt ist das A und O. Man muss wissen, dass mehrere tausend Seiten immer wieder im Internet kompromittiert werden, Schadcode eingeschleust wird und der unbedachte Surfer, also Anwender, letztendlich draufklickt, weil er meint, es gibt jemanden, der uns 10.000 Euro schenkt. Den möchte ich gern sehen. Also ich habe noch niemanden entdeckt, der mir 10.000 Euro schenken will. Es wird bei 5 Euro wird es ja schon schwierig, den zu finden. Aber interessant ist es, dass es immer wieder stattfindet. Es findet immer wieder statt, dass Seiten kompromittiert sind und der Anwender wirklich immer noch der Meinung ist, ja, jetzt kriege ich 10.000 Euro, ich klicke da drauf und habe meine 10.000 Euro. Was er hat, werden wir dann zeigen. Also auch hier nur ganz kurz, werden wir später noch näher drauf eingehen.
Das war für mich nochmal eine ganz interessante Folie. Das sind wirklich Drive-by-Exploits in einem Jahr. Wir haben respektive ein Jahr uns mal genommen und haben mal versucht, ein Standardsystem, jetzt gehe ich doch mal weg vom Mikro, ich gehe jetzt wirklich mal nur ein auf den ganz normalen Standard-PC. Jeder, der einen PC betreibt, hat mindestens das Microsoft-Betriebssystem drauf. Es gibt wenige, die natürlich Apple haben oder sonstige Betriebssysteme, die sind auch nicht fehlerfrei. Und die meisten haben zumindest mal Adobe und einen Flash-Player drauf, weil das ist das, was man standardmäßig braucht, wenn man im Internet unterwegs ist. Beachten Sie die Zahl. Wir bewegen uns bei 340 Exploits, also sprich Möglichkeiten, Fehler, die die Systeme hervorgerufen haben innerhalb von einem Jahr. Rechnen wir das um auf den Tag. Jeden Tag letztendlich ein Fehler, der auftreten kann. So wird es nicht sein. Viele Fehler treten natürlich gemeinsam auf, mehrere Fehler, die in Summe letztendlich auftreten. Aber für mich ist die Zahl hochinteressant. Jetzt wissen wir alle, die Systeme bei uns zu Hause oder in den Unternehmen, die sehen nicht so aus. Die Systeme sehen anders aus. Wir haben viel, viel mehr Softwarepakete. Wir haben mit Sicherheit Rechner, wo wir von 30, 40, 50 Softwarepaketen rechnen. Können wir mal hochkalkulieren, welche Möglichkeiten, dass es dem Fremden, dem Angreifer letztendlich auch welche Möglichkeiten, dass es gibt. Um diese Möglichkeiten vielleicht mal ganz kurz aufzuzeigen, zumindest mal ein paar wenige, wir wollen die Zeit auch nicht überstrapazieren, würde ich meinen Kollege, den Herrn Lorenz Fabian, vielleicht bitten, weil alleine bin ich natürlich nicht in der Möglichkeit, jetzt drei Rechner gleichzeitig zu bedienen, zumal er eher der Fachmann auch dafür ist, uns einfach mal ganz kurz in die Welt des Hackings zu entführen und einfach mal zu zeigen, relativ einfach und wie schnell das es denn möglich ist, auf Systeme zuzugreifen. Headset funktioniert, ja. Vielen Dank, Herr Nitsche. Auch nochmal ein herzliches Hallo von mir. Der Herr Nitsche hat es angekündigt, ich darf Sie jetzt in die spannende Welt des Hackings mal mitnehmen, weil es eben auch eins der Dinge ist, von denen man immer viel hört, aber noch meistens sehr wenig gesehen hat. Da steige ich jetzt mal direkt ein. Ich habe heute mal ein Werkzeug für Sie mitgebracht, das nennt sich Metasploit. Die technischen Details, denke ich, sind jetzt nicht so relevant. Man sieht, es ist schön schwarz und sieht irgendwie ein bisschen verrucht aus. Bei einem meiner Vorträge bin ich auch schon mal gefragt worden, warum denn Hacking immer mit der Farbe schwarz assoziiert wird. Da habe ich grundsätzlich drei Erklärungen dafür oder zwei Erklärungen. Die eine könnte sein, dass der ITler an sich ein recht lichtscheues Wesen ist und der schon alleine von einem hellen Bildschirmhintergrund geblendet wird. Die andere Sache ist wahrscheinlich aber, dass es vielleicht auch von früher noch kommt, wo die Terminals, die viele von Ihnen kennen es vielleicht noch, Bernsteinfarben auf schwarz waren, denke ich mal. Aber lassen Sie uns ins Thema einsteigen. Ich werde jetzt zunächst mal ein Exploit vorbereiten, also eine Schwachstelle, die ich versuchen werde auszunutzen. Und vielleicht gibt es da noch dazu zu sagen, wir werden uns jetzt, wir haben es hier mit dem Beamer letztendlich nochmal präsentiert, wir bewegen uns jetzt hier auf diesem kleinen Notebook. Es ist ein etwas älteres Betriebssystem, um einfach mal zu zeigen, was der Standardanwender, der sich zu Hause mit dem Thema IT-Sicherheit nicht beschäftigt, Sie merken, das ist so ein Stück weit mein Credo, immer wieder sich natürlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es ist ein stetiger Prozess. Was passieren kann, wenn der Standardanwender, der sich nie mit diesem Thema beschäftigt, wie leicht das es denn wirklich möglich ist, hier zuzugreifen und eventuell Daten abzurufen. Er muss noch etwas vorbereiten. Um etwas Geduld. Ja. Nochmal vielleicht ganz kurz. Ganz normales Windows XP-Betriebssystem. Dadurch natürlich mittlerweile schon etwas veraltet. Und eigentlich der Standardanwender, so wie er momentan zu Hause ist. So, dann dürfen wir jetzt bereit sein. Also, was ich da jetzt im Detail eingegeben habe, das möchte ich Ihnen gar nicht großartig erklären. Das ist auch, denke ich, nicht unbedingt zielführend. Viel wichtiger ist, was wir jetzt vorhaben. Und zwar
der Herr Nietzsche hat das Notebook schon auf den Beamer projiziert. Und wir zeigen jetzt mal, was passiert an einem Notebook. Sie sehen, da ist Windows XP drauf. Windows XP ist schon seit einiger Zeit jetzt nicht mehr in der Wartung seitens Microsoft, sprich Schwachstellen werden nicht mehr geschlossen. Und wir werden jetzt mal zeigen, was passieren kann, wenn Sie mit so einem Notebook irgendwo unterwegs sind. Sie werden auch merken, ich tue nichts. Ich stehe momentan nur hier und warte. Und wir werden sehen, wie einfach das ist. Noch mit dazu, vielleicht ganz interessant, diese Tools, die Herr Lorenz jetzt momentan benutzt, bekommen Sie frei im Internet. Man muss nur wissen, wo. Korrekt. Legal ist das natürlich nicht, klar, da haben wir uns im Vorfeld auch jetzt hier für diese Event auch abgesichert. Aber diese Tools gibt es frei im Internet. Genau, also augenscheinlich hat sich jetzt zunächst mal nichts getan. Außer dass bei mir so ein paar nette Zeilen den Bildschirm hoch und runter gefahren sind. Diese Zeilen waren aber sehr entscheidend, weil die haben mir jetzt quasi einen Rückkanal zu diesem Notebook geöffnet, den ich jetzt beliebig ausnutzen kann. Das ist jetzt zunächst mal vielleicht, sieht man jetzt auch recht wenig noch. Ich kann jetzt mal hergehen und sagen, sieht jetzt ein bisschen kryptisch aus. Ganz rechts ist die Spalte Name. Das ist die Verzeichnisauflistung von dem Notebook. Sprich, das sehen Sie jetzt, was für Dateien da drauf sind. Und ich könnte jetzt mir beliebige Dateien von dem PC abziehen, die rüberkopieren, beliebige Dateien draufschieben, was auch immer. Wo das Ganze ein bisschen plastischer auch für Sie wird, weil das ist jetzt irgendwie auch nur irgendwelche Zeichen, die da dargestellt werden. Wir könnten auch mal zuschauen, dass wir auf die Kamera desselbigen Notebooks zugreifen. Jetzt muss ich natürlich etwas tun, um es auch etwas besser darzustellen. Ich hoffe, die Kollegen Damen und Herren in der ersten Reihe sind jetzt nicht schockiert, dass sie auf dem Bildschirm gelandet sind. Aber im Prinzip, wir haben einen Vollzugriff erreicht. Wir sehen, was derjenige gerade vor seinem Notebook tut, wer da davor sitzt. Das mag jetzt vielleicht für den Standardfall nicht so wichtig sein, ob man auch auf die Webcam zugreifen kann. Denn oftmals geht es ja darum, den Computer mit irgendwas zu infizieren oder irgendwelche Daten abzuziehen. Aber an dem Beispiel sieht man sehr plastisch, dass man doch tatsächlich vollen Zugriff hat. Und ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz ergänzen, wer etwas den Bildschirm beobachtet hat, hat gemerkt, dass er nichts gemerkt hat. Es war für den Anwender absolut transparent. Der Anwender hat es noch nicht mal gemerkt. Der aufmerksame Beobachter wird sich jetzt die Frage stellen, blinkt wenigstens momentan die Webcam? Nö. Nein. Es ist ja auch nicht Sinn, dass der Anwender merkt, was im Hintergrund abläuft. Der Hacker wird es im ersten Moment mal natürlich verborgen vornehmen. Und für mich nochmal ganz interessant, das möchte ich auch nochmal kurz erwähnen, man hat vielleicht auch gemerkt, natürlich musste ich verbal ganz kurz überbrücken, dass der Herr Lorenz in der Lage war, diese paar Skriptbefehle einzutippen. Das macht der Hacker aber auch gern beim Glas Wein. Er hat nämlich Zeit. Und letztendlich ist es ja egal. Wir sind jetzt hier zeitlich begrenzt. Der Hacker sitzt zu Hause. Und ihm ist es relativ egal, ob es Nacht 12 ist und in den Staaten eine andere Uhrzeit. Er kann es trotzdem tun, weltweit. Ja, gerne. Die IP-Adresse haben. Ja, genau. Genau. Ja, also korrekt. Da bin ich jetzt ein bisschen drüber weggegangen. Sie müssen natürlich für diesen speziellen Fall jetzt direkten Zugriff haben. Das Problem dieser direkten Angriffe, das haben wir momentan zumindest beim Privatanwender eher nicht. Was aber nicht heißt, dass wir das nicht in Zukunft sehen werden. Denn Sie haben sicher alle schon davon gehört, im Internet gehen die Adressen aus. Und in diesem Zuge hat man sich ein Verfahren überlegt, wie man das eine Zeit lang noch überbrücken kann. Und das ist auch das, was alle modernen Routerhersteller machen. Das nennt sich NAT. Und dieses Verfahren ist eigentlich nicht dafür gedacht, um uns zu schützen, aber das quasi hat den netten Nebeneffekt, dass es solche Direktangriffe möglichst verhindert. Aber
Das werden, oder das ist zumindest meine Prognose, das werden wir im Zuge der Umstellung auf neue Adressen im Internet, die sich zurzeit vollzieht, sprich IPv6, das Stichwort schon gehört hat, werden wir das intensivieren, weil da bekommen wir die Ende-zu-Ende-Verbindung zurück. Und so wie wir eine Ende-zu-Ende-Verbindung haben, haben wir solche Möglichkeiten, wie eben vorgeführt. Vielleicht noch ergänzend, denken Sie noch an die eine Folie der Hersteller. Wir hatten nur ein paar genannt. Die haben durch ihren Fehler letztendlich einen Direktzugriff gewährt. Zum Ist jetzt natürlich eine provokante Frage. Könnten wir uns jetzt auf gestern beziehen? Ich würde es ähnlich sehen. Bin ich offen und ehrlich. Ich würde es genauso sehen. Okay. Ein Beispiel habe ich noch jetzt für Sie an dem einen Notebook vorbereitet. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, mir jetzt den kompletten Bildschirminhalt anzuzeigen. Sie sehen jetzt hier dasselbe, was Sie auch auf dem rechten Notebook sehen. Sprich, ich sehe nicht nur den Anwender direkt davor, sondern ich sehe auch direkt, was er macht. Ohne dass er selbst irgendwelche Möglichkeiten hat, das Ganze zu entdecken. So, also ich bin noch mal kurz am Vorbereiten, wenn du Entschuldigung, noch einen Einwurf hast. Also man sieht auch, dem Hacker ist es nicht ganz ohne Zutun. Es ist dokumentiert, ja. Natürlich braucht man für diese Vorbereitung immer etwas Zeit, das ist ganz klar. Aber ich möchte noch mal darauf eingehen, die Hacker an sich, die haben diese Zeit und die werden sich diese Zeit auch nehmen. Wir haben zwar jetzt momentan hier etwas den Fokus gehabt auf der Privatanwender. Ich gehe immer davon aus, dass solche Rechner in keinem Unternehmen mehr vorhanden sind, sondern dass wir uns, ich höre schon das Gelächter, ja, sondern dass wir uns eigentlich eher auch in jedem Unternehmen schon mit einer gewissen Sicherheitsstrategie beschäftigen und somit dem Hacker natürlich wesentlich schwerer gemacht wird. Aber das werden wir jetzt sehen, wenn wir aufs nächste Beispiel dann später übergehen, bei den Drive-By-Downloads mit Sicherheit nicht unmöglich gemacht werden. Dann kann es jetzt mit dem zweiten losgehen. Ich habe jetzt hier die Ansicht geändert auf dieses Notebook. Dauert ganz kurz. Bei diesem Notebook muss man sagen, handelt es sich wirklich um einen recht gut vorbereiteten modernen Rechner mit Firewall aktiv, mit Antiviren-Tools aktiv. Das, was man so standardmäßig eigentlich in einem Unternehmen erwarten kann. Standardrechner, können wir. Was jetzt hier an der Stelle natürlich notwendig ist, weil es ja kein direkter Angriff ist, sondern dieser erwähnte Drive-By-Exploit. Wir brauchen natürlich den Anwender, der uns ein bisschen hilft. Ja? Nicht nur den Anwender, da möchte ich noch ergänzen. Und jetzt zeigt es sich nochmal, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, die Gesamtheit ist entscheidend. Wir haben jetzt hier nichts anderes gemacht, von unserem Unternehmen die Homepage tatsächlich zu kopieren, abzugreifen, aber durch eine kleine Möglichkeit, eine Lücke, wie wir vorhin erwähnt haben, weit über 300, 500, je nachdem wie man zählt, Lücken, eine der Lücken auszunutzen und dem Kunden Strom zum Nulltarif anzubieten. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wird nie passieren. Der Anwender, für ihn ist es im ersten Moment absolut transparent. Wenn Sie sich unsere Original-Homepage anschauen, wird die absolut identisch sein, bis auf diesen einen Button. Das ist der einzigste Unterschied. Stellen Sie sich das jetzt vor bei einer Bank. Die Möglichkeit existiert. Ich kopiere die Bank 1:1, die Homepage der Bank 1:1, baue ein kleines Exploit ein, für den Anwender nahezu unsichtbar. Und der Anwender denkt jetzt, die Stadt Speyer, die schenkt mir Strom. Da schaue ich doch jetzt mal. Das ist schwierig für mich. So. Er kommt tatsächlich auf unsere Seite. Das ist tatsächlich unsere Folgeseite. Die Original-Folgeseite. Er hat jetzt hier Original. Er ist jetzt wieder auf unserem Originalsystem im Internet. Er hat jetzt hier die Möglichkeit, Verbrauch, Postleitzahl und so weiter einzugeben. Geht unbedacht weiter und schließt den Vertrag tatsächlich mit uns ab. Respektive Bank.
respektive Online-Vertrieb, was auch immer, die Möglichkeit besteht, Sie als Anwender haben das aber in diesem Moment nicht gemerkt, was eigentlich passiert ist. Und jetzt darfst du. Sie haben schon gesehen, bei mir haben wieder die Zeilen sich bewegt auf dem Bildschirm. Und ich habe im Prinzip genau dasselbe erreicht, was ich eben schon hatte. Ich gehe da gerade mal rein in die Sitzung und kann Ihnen jetzt wieder die Verzeichnisauflistung zeigen. Die sieht jetzt ein bisschen anders aus, weil es ein anderes Notebook ist. Wieder dieselben Möglichkeiten, die ich eben schon demonstriert habe. Eine Möglichkeit möchte ich vielleicht noch kurz zeigen an der Stelle. Wir könnten ja auch auf die Idee kommen, sag mal, dieses Notebook so ein bisschen als Wanze zu missbrauchen. Da ist ja ein Mikrofon drin und ich könnte ja versuchen, wenn derjenige vielleicht ein wichtiger Geschäftsmann ist, von dem ich irgendwelche Geheimnisse hoffe und er ist jetzt gerade in einem wichtigen Meeting, ich kann ja auch draufbleiben, während er jetzt in seinem Meeting das Notebook mitnimmt und dann mal, sag mal, eine Audioaufnahme starten. Und dazu kann der Herr Nietzsche jetzt gleich mal was Geheimes sagen. Moment. Dazu müsste mir jetzt was Geheimes einfallen. Aber gehen wir einfach mal davon aus, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und sind gerade dabei, tatsächlich irgendetwas am Aktienmarkt zu bewegen. Einfach mal nur so. Gerade einen Moment. Ja, jetzt höre ich mal kurz weg. Ach so, ich muss nochmal wiederholen. Also Wirtschaftsunternehmen und wir sind jetzt gerade dabei, tatsächlich am Aktienmarkt etwas zu unternehmen. Genau, geben unsere Strategie preis, wie wir gerade im nächsten irgendwelche Einkäufe tätigen oder sonst was tun. Jetzt muss ich gerade noch warten, bis die Aufnahme fertig ist, dann spiele ich es Ihnen kurz mal vor. Aber Sie werden sehen, wir hören das, was wir eben schon gehört haben. Sie sehen natürlich immer etwas Wartezeit. Das bitten wir zu entschuldigen. Ich muss nochmal wiederholen. Also Wirtschaftsunternehmen und wir sind jetzt gerade dabei, tatsächlich am Aktienmarkt etwas zu unternehmen. Es geht um die Strategie, wie wir da nächsten irgendwelche Einkäufe tätigen oder sonst was. Ich muss gerade warten. Sie haben es gehört. Wichtig nochmal an der Stelle zu betonen, das ist jetzt eine Sache, die funktioniert theoretisch, wenn es eine Schwachstelle gerade aktuell gibt, in einem der vorher erwähnten Programme bei jedem von uns, bei jedem. Ja? Und wir müssen eigentlich nur denjenigen dazu bringen, dass er entweder auf einen Link klickt, den wir unter Kontrolle haben, oder wir bringen irgendeine prominente Webseite unter unserer Kontrolle, wo wir wissen, dass derjenige dort immer sich aufhält und kommen dann auf sein System und haben Vollzugriff. Ja? Das muss man sich an der Stelle wirklich mal vor Augen führen, was das bedeutet. Ja? So, vielleicht ganz kurze Frage, weil wir jetzt doch zeitlich etwas vorangeschritten sind. Wir hätten noch... Wir hätten noch eine Kleinigkeit, die wir zeigen könnten, was das Thema Radio anbelangt, wenn es zeitlich machbar ist. Okay. Okay, dann ich versuche mich auch zu beeilen, weil ich will jetzt auch dem Vor-Nachredner nicht die Zeit stehlen. Die Frage, was wir an der Stelle jetzt haben, reicht das jetzt, wenn wir unseren Blick auf PC-Serversysteme beschränken? Ja? Hat der Hacker nicht noch andere Möglichkeiten? Und Sie können sich vorstellen, wenn ich natürlich so provokant frage, dann hat der Hacker andere Möglichkeiten noch. Denn, wie Sie alle wissen, wir nutzen Handys, wir nutzen Funksysteme in unserem täglichen Leben. Überall schwirren Daten um uns rum. Und ich könnte jetzt auf die Idee kommen, ich interessiere mich mal um die Dinge, die da permanent jeden Tag um uns herumfliegen. Und da hat sich die Hackergemeinde was überlegt. Die hat ja auch meistens... Oder der Hobbyhacker an sich, der hat ja auch nicht unbedingt viel Geld und deswegen muss er auch sparen. Er ist auch wirtschaftlich orientiert und deswegen habe ich ihn heute mal so einen kleinen DVB-T-Fernseh- und Radiostick mitgebracht und möchte Ihnen vielleicht ganz kurz nochmal die Möglichkeiten zeigen. Denn er ist eigentlich für Radio gedacht, aber es verbietet mir ja niemand, ihn anderweitig einzusetzen. Ich schließe ihn mal kurz an. Auch hier wieder, die Tools gibt es frei im Internet. Der Artikel 10 Euro, überall bestellbar per Internet. Die Tools direkt im Internet abrufbar. Und interessant wird es jetzt sein, wie einfach das es letztendlich ist, dieses Medium ein Stück weit weiter zu verwenden. Genau.
Ich mache hier mal ein bisschen leiser, dass Sie jetzt nicht gleich... Das ist was, dafür ist er eigentlich gedacht. Wir hören Radio. Relativ unspannend. Sie sehen dann ein recht interessantes Spektrum, auf das wir gerade eingestellt sind. Und so ein paar Graphen. Alles nichts Dramatisches. Jetzt kann ich aber auf die Idee kommen, wenn ich mir, diese Geschichte mir mal zu Gemüte führe und mit den entsprechenden Werkzeugen arbeite. Ich könnte jetzt versuchen, auf eine andere Frequenz einzustellen. Und da hören wir jetzt mal zunächst nur Rauschen. Ich mache es mal etwas leiser. Komm mal gucken, wohin wollte ich. Und jetzt bräuchte ich vielleicht mal kurz einen Autoschlüssel von Herrn Nietzsche. Standard-Autoschlüssel, Marke genau. Bleibt verborgen. Standard-Autoschlüssel, der funkt ja, ja? Der funkt. Ist ein namhafter Hersteller. Und diese Frequenz kann ich jetzt mit so einem simplen 10 Euro USB-Stick natürlich abgreifen und mir auch anhören. Sie sehen den Ausschlag, ich mache es etwas lauter. Ja. Sie hören es leider nicht, kommt immer auf den Schlüssel ein bisschen an, aber Sie sehen, da tut sich was. Ich drücke jetzt da drauf und der Schlüssel sendet. Das heißt, ich kann die Datentelegramme, die da zwischen den Dingen ausgetauscht werden, abfangen, kann sie aufzeichnen, kann sie versuchen zu entschlüsseln. Und gerade bei einem Autoschlüssel haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass das relativ einfach ist, ja? Weil die Verschlüsselungsalgorithmen, die dort eingesetzt werden, einfach schlicht und ergreifend zu schwach sind. Ja? Die sind zu schwach und das ist gerade bei einem Auto ziemlich schwierig. Auch hier wieder der Bezug zu gestern. Daten sind Informationen, wenn ich es jetzt in Bezug habe. Jeder weiß jetzt, wem der Autoschlüssel gehört. Genau. Letzte Sache, die ich noch kurz anspreche. Ich bin natürlich nicht auf den Autoschlüssel beschränkt. Ich habe jetzt mal auf die Frequenz 933 MHz gestellt. Dort ist das GSM-Band. Ja? Sprich, die Handys, die funken auf diesem Netzbereich. Und bei den Handys haben wir eigentlich genau dasselbe. Da auch dort ist der Verschlüsselungsalgorithmus, der eingesetzt wird, zu schwach. Und ich kann ihn mit so einem simplen 10 Euro USB-Stick abfangen. Das möchte ich jetzt hier nicht weiter ausführen, weil sonst kommen wir an die Grenzen des Legalen. Deswegen mache ich es jetzt auch schnell wieder zu und übergebe wieder zurück an den Herrn Nietzsche. Danke. Ich hätte noch 2-3 Folien, vielleicht gerade, wenn das noch machbar ist. Gut, dann würde ich vielleicht das Thema Social Engineering kurz übergehen. Zu dem Thema Gegenmaßnahmen, wir haben vorhin schon ganz kurz erwähnt, es gibt keine 100%, das soll die Grafik letztendlich veranschaulichen. Wir stellen aber die Präsentation zur Verfügung, von daher kann jederzeit nochmal nachgelesen werden. Vielleicht ganz kurz zum Thema Gegenmaßnahmen. Gegenmaßnahmen sind relativ einfach. Für uns ist das Thema, es muss Mindeststandard letztendlich für die IT-Systeme gelten. Diesen Standard müssen wir implementieren. Wir müssen es schaffen, tatsächlich dieses Thema IT-Security, ob im Privatbereich oder im Unternehmensbereich, als ganzheitlichen Ansatz zu betrachten, vor allen Dingen als wiederkehrenden Ansatz zu betrachten. IT-Sicherheit ist kein einmaliges Thema, sondern es ist ein immer, immer wiederkehrendes Thema. Ich habe hier ganz kurz aufgelistet, aber ich denke, da wird mein Nachredner vielleicht noch kurz drauf eingehen, was kann der Privatanwender letztendlich tun, nach unserer Meinung. Wir sprachen vorhin die Lücken an, die Lücken müssen wir schließen, das heißt, wir brauchen immer aktuelle Systeme, immer aktuelle Softwarepakete und vor allen Dingen, was für mich immer noch ganz wichtig ist, als zyklischen Prozess zu betrachten und einen gesunden Menschenverstand. Man braucht, wenn man im Internet unterwegs ist, einen gesunden Menschenverstand. Für die Unternehmen vielleicht noch, die Mitarbeiter müssen sensibilisiert sein und müssen sich mit diesem Thema IT-Sicherheit wirklich beschäftigen. Und zwar jeder. Von daher vielen Dank. Gelungene Präsentation. Wir haben sicherlich Gelegenheit, in der Diskussion noch einige Themen zu vertiefen. Ich möchte jetzt Herrn von Samson begrüßen.
der zu uns das Thema im Grunde weiter behandelt. Er spricht über Computerkriminalität und Datensicherheit, konkrete Gefahren und praktische Schutzmaßnahmen. Herr von Samson ist, ich glaube, ein Ureinwohner der digitalen Welt. Ne? So kann man das sagen, ja. Aber ich kann gerne mich nachher gleich. Er hat im Fachbereich Elektrotechnik der Universität Kaiserslautern studiert und den Diplom-Ingenieur gemacht. Dann war er einige Zeit als IT-Dozent und als Trainer tätig. Und jetzt ist er seit 2004 im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als Referent für freie Software und Betriebssystemsicherheit tätig. Letzteres verdeutlicht sein spezifisches Engagement. Er ist also sehr früh, hat er sich für die Bewegung der freien Software engagiert und gehört zu den Gründungsmitgliedern von Linux-Tag. Das ist eine Konferenzmesse mit Tausenden von Teilnehmern. Und Sie sind Gründungsmitglied und nach wie vor da sehr engagiert. Und eigentlich haben Sie jetzt durch Ihre jetzige Tätigkeit die konsequente Fortsetzung Ihrer Interessen gefunden. Also ich gehe davon aus, dass Sie das tun, was Sie sowieso als Hobby auch haben. Das ist durchaus richtig, ja. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich möchte mich auch dem Vorredner sehr bedanken, denn das war ein guter Einstieg zu dem, auf was ich ja jetzt abzielen werde. Wie gesagt, einen Hinweis möchte ich noch geben. Ich stehe hier als Privatperson. Ich spreche nicht im Namen des BSI. Alle Informationen, die Sie hier sehen, sind nicht irgendwie vom BSI. Es sind allerwelts Informationen, die ich für den Vortrag benutzt habe. Und daher. Gut, dann möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen an diesem Morgen. Ich möchte das bisschen fortsetzen, was der Herr Nitzsche angefangen hat. Denn mir fällt so in der gesamten Diskussion immer auf, dass es häufig etwas akademisch, man fordert, da muss was getan werden, man hat große Sorgen, aber so wirklich die eigene Beschäftigung mit der IT-Sicherheit, die wird dann praktisch doch umgangen. Und da möchte ich jetzt eigentlich im Prinzip Herrn Nitzschens Vortrag fortsetzen. Das heißt, ich spreche hier konkret über uns nochmal konkrete Gefahren. Das fasst ein bisschen zusammen, was wir eben gesehen haben, mit vielleicht einem leichten Verschiebung des Fokus und praktische Schutzmaßnahmen. Da muss ich nun leider auch etwas im Abstrakten bleiben, ähnlich wie auf der einen Folie Herr Nitzsche es getan hat, wenn jetzt nicht auf konkrete bestimmte Programme eingehen. Kurz ein paar Begriffsdefinitionen. Auch das kam eben schon rum. Rechner. Ich benutze diesen Begriff sehr allgemein und aber auch mit Absicht ein deutsches Wort, ist heutzutage sehr allgemein zu verstehen. Da versteht sich natürlich dein PC, ein Laptop drunter, aber genauso ihr Smartphone, ein Smart-TV, eine Spielkonsole, ein Festplattenvideorekorder, eine Set-Top-Box und so weiter und so fort. Heutzutage sind die meisten elektronischen Geräte in irgendeiner Form haben einen eingebetteten Rechner, der auch entsprechend Software betrieben ist und entsprechende Schwachstellen haben kann. Ich rede mit Absicht nicht über Viren, Trojaner und all diese Unterkategorien, sondern einfach über Schadprogramme ganz im Allgemeinen oder auf Englisch Malware. Wie gesagt, da gibt es 10.000 Worte mit allen leichten Bedeutungsunterschiebungen, ist eigentlich nicht wirklich wichtig für Sie. Und genauso das, was man heutzutage Hacker nennt, der Begriff hat sich ein bisschen transformiert. Früher war das mal ein Technikfreak, der einfach Dinge ausprobiert hat. Insofern durchaus Leute wie vielleicht Herr Nitzsche oder ich. Inzwischen ist dieser Begriff sehr negativ belegt. Ich rede einfach von Kriminellen, denn es geht darum, hat hier jemand kriminelle Absichten oder nicht. Wenn jemand Hacking nur aus Spaß an der Technik macht, ist das ja völlig in Ordnung und Dinge ausprobiert. Oder wenn jemand Hacking macht, um eben die eigene Sicherheit zu überprüfen, wie es ja hier auch die Stadtwerke tun und sich deswegen mit diesen Themen auch beschäftigen und mit solchen Tools wie eben hier benutzt Metasploit. Wer will uns denn eigentlich an die Daten? Jo, das sind erstmal, und das muss ich ganz klar sagen, sehe ich inzwischen auch ganz klar, den größten Teil ganz legale, normalen Firmen, die gerne die Daten abgreifen, um mit ihnen irgendwie Geld zu verdienen. Werbetreiben, Handeln, Internetdienstleister, Rechnerhersteller und so weiter und so fort. Machen Sie sich einfach bewusst, als ein blödes Beispiel, aber ich versuche zu vermeiden, immer konkrete Firmen oder so zu nennen, weil ich möchte keine bestimmte Firma abstrafen, denn das macht alles keinen Unterschied. Aber machen Sie sich bewusst,
Facebook lebt nicht davon, Ihnen kostenlos ein Social Network bereitzustellen. Das ist nicht die Aufgabe von Facebook. Facebook verdient ihr Geld damit, mit den Daten, die die Leute dort eingeben, in dem Social Network. Die verkaufen sie weiter, damit wird das Geld verdient. Und so ist es bei vielen Dingen. Merken Sie sich, da gibt es den schönen englischen Spruch, There ain't nothing as a free lunch. Also es gibt kein kostenloses Mittagessen. Da hat jemand ein Interesse dran, wenn er Ihnen ein kostenloses Mittagessen anbietet. Insofern war Herr Nitsches Beispiel mit dem 0-Euro-Stromtarif optimal, denn genau das sind die Lockerlies, auf die die Leute reinfallen, draufklicken, bupp, haben sie was getan. Dann gibt es natürlich Firmen in der rechtlichen Grauzone, das heißt, deren Internetangebote schon nach deutschem Recht nicht wirklich legal sind, aber häufig stört das nicht, denn die sitzen im Ausland und daher, wenn sie den Schaden haben, haben sie den Schaden, können nichts tun. Und dann gibt es natürlich die ganzen professionellen Kriminellen, also das ist meistens Betrug in irgendeiner Form oder eben die Internetkriminalwirtschaft, wie ich sie hier genannt habe. Das ist wirklich inzwischen ein großer Wirtschaftskreis und Zyklus, wo Exploits verkauft werden, eingesetzt werden, Daten abgegriffen werden und zwar meistens von ganz verschiedenen Parteien inzwischen. Also das ist wirklich ein Wirtschaftsunternehmen, ein Wirtschaftsmarkt, der da blüht, wo Exploits verkauft werden, wo Tools für Angriffe verkauft werden. Einzeltäter sind meist Betrüger, aber das ist, muss ich ehrlich sagen, nach meiner Auffassung nicht signifikant. Zufallstäter, das ist noch seltener, das ist jemand, der ihr altes Handy mit der SIM-Karte drin noch in die Finger kriegt oder ihre alte Festplatte in die Finger kriegt. Da können Sie selbst darauf achten, dass sowas nicht passiert, das ist auch nicht signifikant. Und dann, das wissen wir jetzt seit 1,5 Jahren ganz intensiv durch Herrn Snowden, die Nachrichtendienste. Wer hätte gedacht, ich hatte das vorher auch nicht für möglich gehalten, dass sie wirklich all unsere Daten auch abgreifen, obwohl man sich ja eigentlich für so uninteressant hält. Großer Vorteil bei den Nachrichtendiensten, man hört und erfährt davon nie etwas und die Daten sind dort sicher. Ich möchte hier eine kleine technische Unterscheidung noch tun, hier im ersten technischen Block, konkrete Gefahren. Targeted gegen